nur begrenzt. Zieh sie weiter runter? Geht nicht wirklich. Geht das weiter runter? Nee. Du kannst die andere Seite aber anheben. Ah, okay. Warte. Ich gehe auf die andere Seite. Alles entspannt. Dafür mit Zeit. Du kommst nicht auf die andere Seite, oder? Ich komme nicht auf die andere Seite. Nicht wirklich. Ah, doch. Warte. Vielleicht. Nee, ich glaube, das ist nicht gedacht. Dann musst du von innen drin. Doch viel Spaß an dich. Okay, ganz hoch machen. Vielleicht kann ich hier runter, das ist vielleicht. Ja, zieh sie mal so seitlich, ich kann ja auch springen. Ich versuch's. Weiter runter! Steuerung! Okay, ja, so geht's eventuell. Ja, versuch mal, jetzt müsste es gehen. Ja, schön. Jetzt, auf. Ja. So, wo willst du hin? Ich glaube, ich muss auf das oben. Kannst du hier hin, oder? Ich kann... Moment, geh wieder runter. Ja, Sekunde. Bin dabei. Ah, halfway there. So where do we go? Okay, kommst du irgendwie... Okay. Ich glaube, jetzt muss man irgendwas drehen. Diese Brücke steuert sich echt extrem scheiße. Probier mal das ganze Ding umzudrehen. Spring mal auf. Nein, du sollst das Ding umdrehen. Ne? Geht ja nicht. Es muss gehen. Ach, du kannst es komplett umdrehen. Zieh es nach oben komplett. Und jetzt auf der anderen Seite rum. Ja, weiter kann ich. Ach so, oh doch, ja. Sehr da ist schön. Eine zweite Brücke auf der Seite und dann kannst du es entspannt ziehen. Entspannt kannst du überhaupt nichts ziehen. Steuerung nicht chillen. Ja, ich weiß. Und so, jetzt. Ja, okay. Dreh mich weiter. Ja, wohin? Dahin. Da hoch. Jetzt runter. Ja. Stell du das Ding mal. Das ist. Ja, würde ich. Wenn ich könnte. So hast du? Ja, hast du. Ja, aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Das Rätsel ist mir zu schwer. Drauf hüpfen. Versuch's mal. Ich hüpf doch schon drauf. Was soll ich denn noch machen? Du hast dein bisschen Brücke drehen und ich muss hier sowas Schweres machen. Ist ja gut. Seufz. Schwerer Seufzer. Ach, da flutscht jetzt der Candy durch. Aha. Ja, wie eine lange Zahnpasta. Dann haben wir noch ein drittes. Generator up and running. Look at that peppermint goodness. Only one more to go. Du sagst es. Ich geh oben rum. Ne, hier haben wir noch eins. Ich glaube, das geht in die Richtung. Ja, das geht hier runter. Ja, das in die ist Tiefe. Das ist das Lustige. Ah ja. Du magst doch Horrorspiele, oder? Nö. Guck dir mal den süßen Fisch da hinten an, in den ich jetzt gerade reinschwimme. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen mal eine Schraube drehen. Geht das irgendwie, oder? Ja. Aber wie? Also wir müssen da noch weiter, okay? Dann noch weiter, hier können wir was machen. Wir müssen den Kollegen hier ziehen und dann oben auf die Schraube. Auf die Schraube, da, auf die Schraube, oder? Ja. Weil den Fisch dort. Nein, erstmal die hintere, würde ich sagen. Nicht die. Weißt du? Achtung, ich werde gerade gefuttert. Ja. Warte, ich komme. Kann man in die Nähe von dem Fisch? Na komm, jetzt hol das Teil. Das dreht ihn nichts. Spaß mit dem lustigen großen Fisch. Der kommt wieder auf uns zu, also lass uns schnell. Am besten dir das hier hin. Ja, zum nächsten. Alles gut. Ich würde ihm ganz gern ausweichen. Man sieht ja auch gut, was er sehen kann. Dann komm hier drauf. An mir scheitert es nicht gerade. Schwimm halt runter! Komm.
Was schwimmst du nach oben? Ich habe hier einen Fisch gerade vor mir. Ja, und er hat dich erwischt, nicht mich. Na. Jetzt. Steht ziemlich weit oben, das Ding. Ja, weil du nach oben geschwommen bist. Nee. Guck mal, jetzt schwimme ich nach unten. Also. Guck mal, jetzt. Irgendwie ist die Unterwassersteuerung nichts für dich, oder? Du musst nach oben. Nee, ich hab doch schon gesagt, das war. Jetzt soll ich auf einmal nach oben. Runter! Was nur? Entscheide ich mal. Jetzt drehen wir das Ding. Nö. Jetzt werden wir gefressen. Wie erwischt er dich schon wieder? Keine Ahnung. Da ist er schon wieder. Ich war direkt vor seinem Maul. Jetzt zieh. Oder drück, keine Ahnung wie. Dann müssen wir die Schraube auf oder zu machen? Keine Ahnung. Ah, zu müssen wir. Okay. Das, was funktioniert, tut. So, nimm das Ding mit. Rüber zum nächsten. Ich hab das Ding. Ich hab den Fisch. Nein? Ja, ich seh's, ich hab das Ding. Der Fisch hat mich nicht. Ah ja. So drauf hier. Right is the right way. Right. White is the right way, okay. Rechts ist der rechte Weg. Soll mir recht sein. Ich bin doch ausgewichen. Da hinten. Hier ist das nächste. Nimm mit. Ich schwimme gerade nach unten. Moment. Ich muss erstmal hinkommen. Ich zieh gerade. Warten erst noch, bis er so weit ist. Okay, er hat seine Runde gedreht. Na komm, er ist drauf da. Nee, so lang. Nice, haben wir's. Und der Zahnpasta-Bonbon Lolli fließt durch das dritte. Ja. Ah ja, da haben wir noch so ein Ding. Sekunde, ich muss mal kurz. Wollen wir kurz gucken, ob hier die Anzeige. Ja, die reichst du bei der Polizei ein. Nachbearbeitungsqualität, Effekt. Ich habe dort oben, vielleicht kann man das. Nee, kann man nicht. Was willst du denn machen? Ich habe gerade gesehen, dass unsere beiden Avatare oben links eingeblendet sind. Vielleicht kann man die irgendwie ausschalten. Ist die dort? Nein, das ging noch nie. Das ist die ganze Zeit so. Ich wusste, dass es in irgendeinem Spiel ging. Irgendwo habe ich das letztens. Naja, egal. Okay, hier ist die große Maschine. Also die haben wir gerade angeschmissen oder was? Ja. Was meinst du überhaupt mit Avatare werden angezeigt? Ich sehe oben links sind bei mir. Ist bei mir diese Discord-Dings. Discord. Oh, das ist Discord-Overlay. Das Discord-Ding ist das dort oben. Steht halt Anti-Establishment-Zwerge und Paranoid steht dort. Oben links eingeblendet. Ja, das musst du bei Discord ausschalten. Ja. Für gewöhnlich. Das wird bei dir wahrscheinlich schon immer da gestanden haben. Ist mir bisher nicht aufgefallen. Ja, und dann hast du aus Versehen mal oben links hingeguckt.
Ich habe es doch letztens aus Versehen eingestellt. Ach, du hast. Das könnte sein, dass du es letztens versehen irgendwas, gemacht hast. Irgendwas habe ich letztens auf Discord umgestellt. Vielleicht habe ich da irgendwie versehentlich mal. Das ist durchaus möglich. Das hatte ich auch mal standardmäßig an. Ich habe es aber nicht recht ausgemacht. Wo bist du? Bin mir gerade beim Spiel hier, beim Eisrand. Warum? Du bist unten. Okay. Ja. Du. Sekunde. Du kannst deine Augen auch von links nach rechts bewegen, wenn du nicht weißt, wo ich gerade bin. Nee, ich bin zu konzentriert auf mein Ding. Ziehen oder drücken? Drücken. Okay. Immer diese Leute, die an Mobile-Bildschirmen gewöhnt sind. Jetzt ab. Oh, die Odyssee. So ein bisschen, irgendwie schon. Sieht ein bisschen wie die aus Mario Odyssey, das ist die. Es spielt sich auch sehr ähnlich. Ich glaube, das ist eine Anspielung. Ja, das ist eine Anspielung, ziemlich sicher. That's awesome. The 360 view. Hier ist aber ein bisschen kleiner. I'm getting dizzy. Keep on going, Cody. Almost there. Okay, ein großer hoher Turm. Wartest mal kurz auf mich? Nein. Nie wartet er auf mich, immer vorrennen. Nee. Oh Mist, ich muss warten. Leuchtturm. Ja, der Skilift. Oh, nice. Yep. Here we go. Finally a breather. Yeah, we have earned it. We sure have. You know, we haven't been on vacation since Rose was born. Really? Has it been that long? Yep. Oh. Wait, why did we stop going skiing? Well, Rose was born, and then the bills piled up. Yeah. Darf ich doch? Yes. Ugh. And then we had that leak in the roof, remember? Oh, don't remind me. Ich glaube, stehen die alle. Once we sold the house, there might be some money left over for a weekend trip. Hey, you could take Rose to Waterland. Yeah, it's a great idea. She's been bugging us all summer to take her there. And then I'll take her again when it's my turn. Yeah, get to go twice. Double the fun. Yeah. Yeah, double the fun. Speaking of fun. Let's race. Würdest du mal? Nö. Ich genieße den Ausblick. Bin hier gefangen. Könntest du mal einmal kurz E drücken? Schicke Hütte da hinten. Ja, sehr schön. Ups, ich habe aus Versehen E gedrückt. Sorry, wollte ich nicht. Ja, oder? Aber erst. Ah, schicke Hütte. Oh komm, das ist nicht mal mehr. Versuch's denn nicht mal. Hoppla. Komm. Ich warte sogar auf dich. Ich dachte, ein bisschen weiter unten. Ich vibriere gerade noch. Oh. Mach das. Jetzt können wir. Oha. Sonic Adventure 1, yeah! Nie gespielt. Solltest du, ist noch ein halbwegs brauchbares Spiel. Das
einzige aus der Reihe. Sonic Boom habe ich mal angespielt. Das war nicht so toll. Furchtbar schlechtes Spiel. Ja. Und noch schlimmere Fernsehserie, ehrlich gesagt. Das finden bestimmt nur Boomer toll. Aha. Nein. Nein, genau das Gegenteil. Das, das mögen nicht mal Kinder. Aha. Am Boomer sind doch nicht. Face ist da was. Boomer sind nicht ja. Kinder. Ja, die hassen sowieso alles. Ja, die Serie ist für Kinder und nicht mal Kinder mögen sie. Ja. Sowas wie das Hello Kitty Spiel, wo ich mir dachte, das ist für wen? Wer ist die Zielgruppe von diesem Spiel? Das ist. Das Spiel ist maximal für 3- bis 4-jährige Spieler, nicht mal. Das ist und 3- bis 4-jährige Spieler sollten noch nicht spielen. Das ist. Die Zielgruppe, für die das ist, die sollte es nicht spielen. Okay, ich habe meinen Eismenschen gefunden. Ich kann bewegen. Ich glaube, ich schmiede gerade etwas, dem Sound nach zu urteilen. Ich habe einen Eismenschen, ich kann ihn bewegen. Ja, schön für dich, ich kann ihn nicht bewegen. Oh. Is that a monster? Doch, kannst du. Ja, aber nicht gut. Ich glaube, du musst da hoch. Ich frag mich gerade, kriegen wir es hin, ihn aufzutauen? Nee, bestimmt nicht. Wo wirst du den auftauen? Ich möchte mal eben kurz gucken, ob das geht. Warte, du kannst den hier rüberholen. Du kannst hier raufspringen. Du kannst ja mit dem Feld hier hoch. Dann kann ich dich rüberbringen. Modi, komm mal her. Du kannst ja auf den Yeti hier hoch. Ja, komm mal, mach mal weiter hier. Womit willst du ihn denn auftauen? Hier gibt's nichts. Hier gibt's keine Flamme, kein Feuer, kein Lava, kein nix. Müsste ihn leider als Plattform missbrauchen. Aber ja, damit komme ich. Jetzt ruft er. So, gute Fahrt. Und auf geht's. Ups. Holt an die Haken. Zieh dir den noch selbst zurück. Jetzt ruft er. Und drauf geblieben. Ich glaube, du musst mich aber wirklich zu den Haken schaffen. Nee, ich muss dich hierhin schaffen. Wie soll ich da hochkommen? Warte, rein dort. Jetzt kannst du da Wandsprung machen. Ich stecke fest. Ja, ich kann sehr tolle Wandsprünge machen, die bringen nur nichts. Ja, sieh, wie du da rauskommst. Ich kann dir gerade eh nicht helfen. Ja, schau mal auf meine Seite des Bildschirms. Hilfe, ich bin ein bisschen stuck. Er ist gefroren und trotzdem hat er dich besiegt. Sehr schön. Okay. Ja, wie gesagt, schaff ihn mal zu den Haken. Weil ich glaube, du kommst da allein nicht hoch. Na komm. Auf da. Hilfe. Wie? Ich steck hier drunter. Oh mein Gott, wie? Einfach wie? Hey! Ja, kannst du nicht springen oder was? Ja doch, ich bin doch drauf. Achso, du bist drauf, na toll. Du kannst es. Ich steck wieder. Weißt du noch in Human Fall Flats, die Ulfen? Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe mich doch in den Ofen reingesteckt. Ach ja, die Ofen. Die Ofen in der. Also, wie komme ich jetzt dahin? Ohne Scheiß verstanden, du hast gesagt, Human Fall Flat, die Ulfen. Die Ulfen habe ich gesagt. Mehrzahl von Ofen. Ich habe halt absolut nicht verstanden, was du gemeint hast. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ich glaube, über die Fläche, die ich gerade freigemacht habe. Ja. Ja, hier gibt es eine Fläche. Hier. Gut, ich geh da so, mal. Na dann.
komme hinterher. Sind wir eigentlich jemals drauf eingegangen, was für einen üblen Hüftschwung mein Charakter macht? Nicht wirklich. Wenn er gleitet. Sieht sehr lustig aus. Du kannst dich hochschieben. Nein. Du kannst mit dem Ding hochgeschmissen. Ich weiß. Ja. Sicher? Und du hast lustige Armbewegungen gemacht, als du hier diese Räder bedient hast. Ja, mein Charakter ist allgemein sehr lustig, was Animationen angeht. Deiner nicht. Ah, ich kann dir hier einen Haken geben. Ja, musst du beide in die Mitte ziehen. Beide? Ja, beide. Ich habe hier einen. Ja, und ich hänge an dem anderen, falls du es nicht gemerkt okay. hast. Hä? Nö. Ja doch, muss gehen. Tja. Na komm. Ja, und jetzt zieh's rüber. Und zwar ganz rüber. Bitte. Na verdammt. Ich hab's auch tatsächlich ganz rüber gezogen. Ja, ich hab's gesehen. Ich habe auch die Gelegenheit genutzt, die du gesehen hast. Autsch. Ja. Ich kann mal versuchen, von hier aus zu springen. Mach's mal. Oh. Du hast's ja. geschafft. Ich mach mal. Ja, du musst da schon. Ja, du musst schubsen. Oh, das ist, glaube ich, ein Rennen. 3, 2, 1 und. Ja. Okay. Durch die Mammutszähne durch. Auf die Mammutszähne, lang. Ja, aber sieh dir mal den Hüftschwung an, den ich als Boost mache. Das ist. Ja, sexy. Gute Unterleibsarbeit. Sexy Molly. Nein! Ja. Nein, ich falle mal runter. Tu ich. Du bist noch vor mir, du hast noch einen Checkpoint vor mir. Ich habe noch diverse Checkpoints vor dir. Ich bin gefühlt schon auf der halben Strecke nach Berlin vor dir. Was? Ich kann dich gerade nicht hören, die Musik ist bei mir gerade ziemlich laut. Wie laut hast du die Musik eingestellt? Keine Ahnung, aber normalerweise geht's, aber momentan. Also ja! Momentan also ist es tatsächlich laut. Also ist die Antwort, ich habe die Musik auf ja eingestellt. Ja. Ja gut, ich habe auch mit Voice Meter sowieso alles umgepegelt. Ich hab's wahrscheinlich auch auf maximal. Das funktioniert nicht mehr. Bin hier irgendwie. Ach so, ja, hier. Angekommen! Du musst natürlich auf mich warten, oder? Was ist denn so auf Twitter los? Da war irgendwas mit Sex auf Twitter. Irgendwas mit Sex oder irgendwas. Keine Ahnung, habe ich mir nicht mehr gemerkt. Ja, ich sehe es gerade. Hashtag Bundestag. Hier irgendwie, da gab es einen Hashtag Sex oder irgendwie. Und das ist ja. Ja. Ich hab sehr deutsche Trends. Ich habe Lothar Helmut Schmidt, Rumänien. Die Mehrheit der deutschen Schulausfall, Parlamentspoeten. Der Schulausfall war heute offen, ja. Ja, gut. Ich glaube, weder von unserer Zielgruppe noch von uns geht irgendwer noch zur Schule. Ich gehe zur Berufsschule. Das zählt nicht. Da wird nur gesoffen. Oh, okay, ich bin gerade zurückgeflogen. Ich komme da auch irgendwann. Tag auch. Oh, look, a cabin. Let's see if they know the way to the top. Und nur Bosskampf gegen das Buch. Ja. Really? Yes. Können wir den Buch mal in die Seiten ausreißen? Whoa, wait a minute. Are we dying? Ich bin so sicher, am Ende besorgen sie sich das Buch von der Tochter und schmeißen es einfach nur ins Feuer. Nein, leider nicht. Ja, man sieht es nicht. Aber ich bin so sicher, dass sie es machen. Okay.
Und sich zu 90% wahrscheinlich sowieso einen Monat später doch scheiden. Von daher. Something new can be built. And then the attraction can grow freely. Und ich finde, den Baum sollten wir mal verbrennen. Den Baum im Garten. Let's break it, baby! Come on! Wenn wir hier raus sind. Verdammt, nein. Ich bin tot. Ich komme dann später nach. Kannst du das überhaupt? Ach, die Dinger bleiben so, wie sie sind. Ich habe hier nur die coolen Szenen. Ja, ich habe hier die langweiligen Szenen. Du hast... Ich habe die Welt, wenn sie gerade untergeht, du hast die Welt danach. Okay. Sie muss gerade über schneller reden, ne? Yep. Sei doch mal ein bisschen schneller, Morty. Nice. Du sollst ein bisschen schneller sein, Morty. Hast du gehört? Wenn ich noch schneller bin, dann bin ich vor der Map. Hey. Wow, was? Wo bin ich? Keine Ahnung. Ich bin im Nichts. Ah ja, ich komme dir hinterher. Sie fühlt sich nicht krank. Das spielen wir Crap Game. Hast du nichts von bekommen? Crap Game. Eigentlich soll das sein.